Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. C-Sharp programmieren wir und wir haben das letzte Mal gehört, wie das bei Value und bei Reference übergeben wird. Wir haben ja auch unseren Rechner programmiert und ich möchte eigentlich, dass man den ganz gemütlich eingeben kann, dass man sagt 12 plus 85 oder so. Ja? Egal was. Ja? Das möchte ich haben. Dazu muss ich aber beim Einlesen schon die Operation mit einlesen. Gut. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Ich habe das Programm schon offen. Das ist das Programm fürs letzte Mal gewesen. Wir machen da oben auf alle Fälle mal History. 12.8. ist heute. Schau. V1.1. Mit Ref. Passt. Gut. Was ändern wir hier? Ja? Hier möchte ich die Operation mit zurückgeben. So nenne ich das Operation. Was habe ich da? Das Result, das haben wir das letzte Mal schon besprochen, wie das funktioniert. Das heißt, wenn jetzt die Taste nicht zwischen 0 und 9 liegt, also keine Zahl ist, dann interpretiere ich das als Operationscode. Okay? Das heißt, ich habe das Oper ist gleich Taste. Und mehr brauche ich da eigentlich nicht nehmen. Das heißt, das letzte Ding, der keine Zahl ist, das ist das, was in Opa drin steht. So. Jetzt brauche ich aber nur mehr eine Zahl. Jetzt muss ich nur mehr eine Zahl einlesen. Da, int Zahl. Int initialisiere mit 0. So. Und dann mache ich da Console. Punkt write. Bitte Eingabe von Zahlen und Operationen. Ups. Write line. Weiter. Und dann gebe ich das dann noch aus. Ja. Dass man sich auskennt, was man alles machen kann. Und dann möchte ich noch ein Enter. Das soll das Ergebnis liefern. Also das ist praktisch das ist gleich. So. Dann, was mache ich? Dann lese ich die Zahl ein. Und zwar mit der Operation. Und die Operation. Jetzt kommt die Operation schon von da oben retour. Ja, von da oben retour. Und was mache ich dann eigentlich? Dann erspare ich mir das da. Das Ergebnis 0 setzen, das brauche ich jetzt nicht. Was mache ich eigentlich? Ich muss mir ja irgendwie merken, ob es vorher schon, ob das die erste Zahl, ich gebe jetzt eine 12 plus. Ja, dann steht in Zahl 12 drin und in Operation. Warum wird das A unterwählt? Weil da muss ich ja Ref natürlich. Ich muss ja die Referenz auf die Operation übergeben. In Operation steht jetzt Plus drin. Steht jetzt Plus drinnen. Jetzt kann ich nicht einfach dazu rechnen, sondern ich muss ja erst, wenn die nächste Zahl da ist, dann erst. Das heißt, ich muss mir irgendwie eine vorherige Operation merken. Last Operation. Und das mache ich genauso 0. Das heißt, wenn ich noch nie etwas eingegeben habe, also pass auf, dann mache ich Last Operation ist gleich Operation. Okay, das merke ich mir für den nächsten Schleifendurchlauf. Und dazwischen sage ich if Last Operation ist gleich 0. Das da. Das heißt, ich habe noch nie eine Operation eingelesen. Ich war noch nie hier. Ich habe das noch nie gesehen. Ja. Dann sage ich einfach das Ergebnis ist gleich Zahl. Dann sage ich, das ist die Zahl. So, ich möchte dann aber auch die Rechnung ausgeben. Dann mache ich mir noch einen String. String, ja.
Rechtext nennen. Und der ist am Anfang einmal nichts. Ja. Und da sage ich nachher, Rechtext ist gleich convert.toString und zur Zahl. Genau. Also der Rechtext, da steht jetzt mal die Zahl drinnen. So, wenn die letzte Operation noch nicht null war, ja, was mache ich dann? Was mache ich dann eigentlich? Dann mache ich if operation, ja, ist gleich enter. Was ist enter? Schauen wir uns an, wie wir das herausfinden. Ich sage jetzt einfach switch last operation. Case. Das kopiere ich einfach da unten raus. Das da. Das ist gut. Last operation. Wenn ich plus habe, zähle ich zum Ergebnis die Zahl dazu. Wenn ich ein Minus habe, zähle ich die neue Zahl weg. Und gleichzeitig sage ich zum Rechtext. Rechtext. Plus ist gleich. Und da mache ich mal ein Plus einer. Ja? Und die Zahl natürlich. Convert to String. Genau das da. Und das mache ich da unten auch, nur mit Minus und der Zahl. Das ist gut. Last Operation. Was haben wir dann noch? Das war's. Das war's. Ja. Das da brauche ich eigentlich nicht. Schauen wir uns das an, was das ist. Operation mit Plus brauche ich gar nichts machen, das mache ich im nächsten Zyklus und mit Minus mache ich auch nichts, dann mache ich das so gleich. Mit Escape wird die Rechnung beendet und dann habe ich noch eine unbekannte Operation. Das ist nicht so schlecht, dass man das ausgebe, weil ich möchte das Enter. Das Enter weiß ich ja nicht, das weiß ich ja noch gar nicht. Gell? Das Enter weiß ich ja noch gar nicht, was das für eine Zahl hat. Natürlich könnte ich Backslash N schreiben, in der Erwartung, dass das Enter ist. Warte, schreibe ich noch Escape dazu, dann kann man sie nämlich besser aus. So, starten wir das einmal. Starten wir das mal, schauen, was passiert. Können wir übersetzen, wir können übersetzen. Jetzt gebe ich 12 plus Rechnung 12. Okay, 13, Enter. Unbekannte Option 13. Aha, Enter dürfte 13 sein. Gut, Enter ist 13. Wenn ich Enter eingebe, schau, 13. Ist immer wieder 13. Das heißt, hier bei der Operation kann ich ja sagen, hier Case und char 13. Das ist jetzt Enter. Und da gebe ich jetzt das Ergebnis aus. Da gebe ich das Ergebnis aus. Da mache ich eigentlich praktisch das, was da unten steht. Rechnung. Da mache ich console.write und zwar den Rechtext. Den Text, den ich mir mühsam da oben zusammengestoppelt habe. Und da unten mache ich ist gleich das Ergebnis. So, und dann muss ich aber noch was machen. Den Rechtext muss ich wieder leer machen. Das ist gut. Dann mache ich das Ergebnis leer. Ergebnis setze ich wieder 0, obwohl das brauche ich eigentlich gar nicht. Ergebnis. Ah, ich muss nur die Last Operation setzen. Haha, das mache ich. Last Operation.
ist gleich J0. So, passt, die Rechnung ist beendet, die letzte Operation ist gar nichts. Neue Rechnung wird angefangen. Und das war's. Das müsste es gewesen sein. Sehen wir uns an, was hier passiert. Ablauf bitte. 12 plus 3, Enter. Rechnung 12 plus 3 ist 15. Haha, genau so funktioniert es. Und jetzt nochmal 15 plus 14. 15 plus 14 ist 29, das passt. 15 minus 14 ist 1. Bitte. Jetzt kann man das ganz natürlich eingeben. Ganz natürlich. Dann kann man auch natürlich erweitern auf mal und dividiert und so weiter. Würde funktionieren. Was nicht funktioniert, ist Punkt vor Strich rechnen. Wir können nicht alles. Ne? Können nicht alles. Was? Kann ich beenden? Escape. Rechner wird beendet. Bitte nicht das der dritten. Was funktioniert? Das funktioniert. Also bitte. Das ist, so funktioniert das also mit ref, char operation, ja, mit ref. Jetzt lese ich die Operation aus und wir sehen, eigentlich ist das gar nicht so arg, was wir da machen. Gut, gell? Gut, und schön mit History lebt schon, wunderbar, so soll das sein. Ob das ref jetzt da wirklich notwendig ist, was ist denn der Operationscode? Kommt der hinein? Muss ich den hinein? Verwende ich den da drinnen irgendwo? Nein, mache ich nicht. Ja? Deswegen gibt es noch eine zweite Möglichkeit, dass man das eben reinbringt, nämlich mit einem Out-Parameter. Das ist ein Thema des nächsten Videos. Ja? Thema des nächsten Videos, Out-Parameter. Warum das notwendig ist, wieso? Schauen wir uns das an. Ja? Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.